Es wehte bereits ein Hauch von Abschied durch die Nationalversammlung, als Premierminister Michel Barnier heute Abend nach der fast vierstündigen Debatte zu den Misstrauensanträgen ans Rednerpult trat. Er appellierte an die Moral der Abgeordneten und zitierte den Schriftsteller Saint-Exupéry. Jeder ist für alle verantwortlich. Jeder ist alleine verantwortlich. Und jeder ist alleine für alle verantwortlich. Und jeder von Ihnen muss eine Entscheidung nach seinem Gewissen treffen, für dieses Misstrauensvotum zu stimmen und die Regierung zu stürzen, mit allen Konsequenzen, die das bedeuten würde. Trotzdem stimmte eine Mehrheit von 331 Abgeordneten für den Misstrauensantrag und damit für das Ende der Regierung unter Michel Barnier. Seit 1962 war keine französische Regierung mehr durch das Parlament abgesetzt worden. Die historische Entscheidung war nur möglich, weil die Abgeordneten des extrem rechten Rassemblement National für den Misstrauensantrag der Linken stimmten. Zwischen den verfeindeten Lagern bis jetzt undenkbar. Marine Le Pen sagte nach der Entscheidung, sie empfinde das Ergebnis nicht als Sieg. Der Haushalt war giftig für die Franzosen. Die einzig würdige Lösung bestand darin, sich dagegen zu wehren. Nun steht Frankreich für das neue Jahr ohne Haushalt da. Dabei hat das Land enorm hohe Schulden und zahlt pro Jahr alleine 60 Milliarden Euro an Zinsen, mehr als für den Verteidigungshaushalt. Neuwahlen wird es nun jedoch nicht geben. Sie sind laut Verfassung erst im kommenden Sommer wieder möglich. Bis dahin hat keines der politischen Lager in der Nationalversammlung eine Mehrheit. Präsident Macron muss nun einen neuen Premierminister finden, der es schafft, in der verzwickten Lage Gesetze zu verabschieden. Morgen Abend will sich der französische Präsident im Fernsehen äußern.